Die Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Ja, die Feuerwehr Balingen wurde alarmiert zu einem Kellerbrand mit dem Stichwort Person noch im Gebäude. Bei dem Brand in einem Einfamilienhaus in Balingen-Weilstetten ist in der Nacht zu Dienstag ein 58-jähriger Familienvater ums Leben gekommen. Seine 57-jährige Frau kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der 26-jährige Sohn blieb unverletzt und kam bei Nachbarn unter, sagte die Polizei zu schwarzwälderbote.de. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass es sich um einen Kellerbrand handelte, um eine Verpuffung im Keller. Die Person, die es wohl mitbekam, sich in den Keller begab, nachschauen wollte, was dort los war und dabei wohl den Keller nicht mehr verlassen konnte. Der Familienvater entdeckte starken Rauch, der aus seinem Keller kam. Er betrat den verqualmten Heizraum, öffnete Tür und Fenster, um den Rauch abziehen zu lassen. Dadurch wurde der Brand offenbar beschleunigt. Das Feuer erhielt Sauerstoff und loderte auf. Laut Polizei sank der Mann bewusstlos zu Boden und starb wahrscheinlich an einer Rauchgasvergiftung. Die Rettungskräfte fanden den 58-Jährigen erst, als das Feuer gelöscht war. Zu stark waren Rauch- und Hitzeentwicklung. Warum der Brand im Heizraum ausgebrochen war, ist noch unklar. Ein Kriminaltechniker wurde eingeschaltet. Auch die Höhe des Schadens konnte noch nicht bestimmt werden. Ein Polizeisprecher sagte, die Flammen hätten sich vom Keller bis in den ersten Stock ausgebreitet und zu erheblichen Rauch- und Brandschäden geführt. Bei ihrem aufwendigen Einsatz wurde die Feuerwehr Weilstetten von ihren Kameraden aus Balingen unterstützt. Erst nach 3 Stunden waren die Flammen gelöscht. Für die Rettungskräfte wurden die Löscharbeiten zu einem Kampf um Leben und Tod. Sie wussten, dass in dem Haus ein Mann liegt, der geborgen werden musste. Es war ihnen aber nicht möglich, zu ihm vorzudringen. Der Familienvater konnte nur noch tot geborgen werden.